weg van de stress. Nou, ik ga ook meer tijd om te uber zien. Verstaan ze dat schon een riesen Unterschied? Neem ik hem hier mee, dort wo die Gegner komt, heb ik stress. Neem ik hem weg, heb ik keine stress, Übersicht, meer tijd, bam. Percy van Lierop, 45 Jahre alt, aus Holland und bestückt mit großer Erfahrung im Nachwuchsbereich und in der Förderung junger Fußballer. Nach seinem erfolgreichen Arbeiten in den renommierten Akademien von Salzburg und bei Ajax Amsterdam ist er nun an der Spitze der FCB-Nachwuchsabteilung. Kommunikation, auch Kontakt, komm an! Ich bin eine Person, die Fußball pur ist, glaube ich, eine riesen Leidenschaft hat. Fußball hat eine sehr große Bedeutung für mich und ich möchte mithelfen, um junge Menschen ihren Traum zu verwirklichen und werde 100% immer mein Bestes geben dafür. Anderzijds ben ik ook iemand die de voetballer ziet, maar ook de mens dahinter. So, ik geloof dat we moeten spelers ontwikkelen die letztendlich, wenn sie schaffen, eine sehr große lange Karriere machen können. Dafür braucht es eine Top-Persönlichkeit. Und derjenige, der es nicht schafft, muss auch sein ganzes Leben davon profitieren können. Und ich glaube, ich bin der Mensch dazu, der auch die Werte dann lebt, ja, die dort gebraucht werden. Tick, 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 ja, tick, tick. Und schau ab und zu über den Ball hinauf. Fleißarbeit ist angesagt und darüber hinaus will Van Lierop jedem jungen FCB-Spieler vor allem eines mit auf den Weg geben. Das A und O ist, dass er Selbstvertrauen hat, mutig ist. Und das wollen wir bei den FC Basel jedem Spieler vermitteln und am liebsten bei den ganz kleinen anfangen, damit das ein Automatismus wird, wenn er dann im Profikader ist. Die Spieler müssen das Zeug haben, aber der Verein muss auch das Zeug haben und die Infrastruktur, die Rahmenbedingungen liefern. Was hast du da für Eindrücke des FC Basel? Boah, ich denke, da muss man ein größeres Dankeschön und Respekt sagen zu allen Leuten, die das entwickelt haben. Aus der Vergangenheit, aber auch die heute in die Führung sind. Wie Herr Präsident, wie David Degen, wie Frau Uri. Ja? Das sind doch diejenigen, die die Strukturen geschafft haben auch und ermöglicht, dass ich auch jetzt anfangen kann und auch die Bedingungen antrieb. Ja? Die sind gut. Und ich glaube, wir müssen auch uns fokussieren auf die Inhalt und nicht über die Rahmenbedingungen. Die Rahmenbedingungen sind da, ja? Und alles andere ist jetzt noch Inhalt und das miteinander umarmen und dann letztendlich natürlich liefern. Es geht immer um, und es ist auch ein schönes Leitbild von FC Basel, zusammen stark. Ja? Und es ist auch so. Ich kann natürlich schon aus meiner Erfahrung eine Ausbildungsphilosophie kreieren mit dasjenige, was jetzt vorhanden ist und das zusammen implementieren, damit das dann auch letztendlich funktioniert. Aber Ende des Tages ist es wichtig, dass an jeden, der rund um den Spieler Arbeit zu tun hat, dass er die gleiche Sprache spricht und dann auch mit den gleichen Zielen unterwegs ist. Ja, seit der Percy da ist, haben sehr viele Gespräche stattgefunden. Es herrscht eine grosse Offenheit. Er bringt sehr viele Ideen mit, bringt viel Erfahrung mit, bringt klare Vorstellungen mit, was er verlangt, was er von der Ausbildung verlangt. Ja, wie er den optimalen Weg sieht von einem Spieler in seiner Entwicklung. Und das hilft uns allen sehr. Neben dem Platz ist Van Lierop sehr weltoffen, zugänglich und kontaktfreudig. Ein typischer Holländer halt. It's also not bad. You win. It's all good. Yeah? But they lost, eh? 1-0. Oh no. Thank you. You're welcome. Und auch privat dreht sich bei ihm viel um den Fußball. Ich habe eine Frau, ich habe keine Kinder. Dafür habe ich auch alle Zeit, um in die Jungs zu investieren bei den FC Basel. Und ich habe keine Eltern mehr, leider. Ich habe noch einen Onkel, der ist geistesbehindert, der lebt in Holland. Und ja, der ist alles für mich. Das ist mehr mein Bruder dan mijn Onkel. Und ich habe noch eine Schwester, mit dem habe ich auch eine gute Beziehung, logischerweise. Und das ist meine Familie. Und sonst bin ich wenig in Holland, weil ja, ich muss sorgen, dass es vorangeht. Und wenn ich wo arbeite, dann bin ich auch 24/7 damit beschäftigt. Ja. Und gibt es etwas, was du als Ausgleich hast zum Fußball, wenn du mal nicht an Fußball denkst, Fußball schaust oder nicht auf dem Fußballplatz bist? Cabrio fahren, ja, und mit meiner Frau ein bisschen gemütliche Zeit verbringen. Ja. Aber sonst ist es Fußball. Ja. Wir fangen an und egal wie oft, und dann spielst du den Ball in der Luft, und dann musst du Kontrolle haben. Percy van Lierop ist besessen vom Fußball und davon, junge Spieler ans Maximum ihrer Leistungsfähigkeit zu bringen.